Das ist so ein Gespräch mit dem Bürgermeister von Brandenburg. Zumindest mit dem Bürgermeister des Landes. Für diesen Bürgermeister. Wir haben ja schon mal. Und ich bin jetzt im Moment ganz angenehm, weil man ja dann auch viel über die Menschen erklärt, die man nicht so in Pressekonferenzen oder bei Terminen erklärt. Weil manchmal gehen die Leute so ein bisschen aus und dann hat er ja zugesprochen, dass er wobei ich fest vorhabe, nach 7 Monaten unbezahlt zu haben. Ja, aber das Ende ist absehbar. Ende ist absehbar, dass das Zertifizieren, das kennst du auch normalerweise auch, wenn man ein bisschen weiter zu machen steht, weil man macht das nicht. Und wir haben die Entwicklung von Frankenberg über viele Jahre gemeinsam. Er geht mal positiv, mal weniger positiv. Bei der Pressekonferenz, wo du bekannt gegeben hast, dass du nicht mehr kandidierst, haben natürlich auch so einige Sachen auf dem Tisch. Aber heute noch mal kurz zu den Vorhaben. Die Wahl war aber ich habe 2011 die richtige Entscheidung getroffen, mir in Frankfurt wieder anzureden, weil ich kannte die Stadt, oder die Stadt der ganzen Freude, und das hat ja auch die Bevölkerung zum Ausdruck gebracht, dass ich 2011 bekannt wurde, dass die Stelle wieder frei wurde durch meinen Nachfolger damals, Christian Engelmark, wo man mir sagte, jetzt ist denn Ihr Kontrahent weg, das Eichenau, jetzt können Sie, jetzt müssen Sie wieder anreden, tut ja quasi zur Bevölkerung hier, auch anzureden, das habe ich natürlich dann gerne gemacht. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass selbst Menschen bei mir an die Haustür gekommen sind. Und dann, weil ich ja nicht der Partei angetreten bin, sondern als vollkommen unabhängiger Parteiloser, wo die Bevölkerung dann gesagt hat, wir kommen zu ihm, wo können wir den verschweißen? Ich wurde in der Stadt angesprochen. Also das war einfach so ein richtiger Push. Deshalb würde ich sagen, ja, ich würde auch unter den Reichen gehen. Ja, Menschen haben dann seine Bürgerkraft, weil sie nicht als Bürgermeister wollen, ist dann auch noch Menschen, die haben dann seine Bürgerkraft, weil du Bürgermeister warst. Und das eine oder andere als Leiter des Ordnungsamts zum Beispiel durchgezeigt wurde, was sie gar nicht gerne wollen. Das ist einfach so. Aber es geht am Ende des Tages darum, für fast 20.000 Menschen zuständig zu sein und nicht Lobbyismus als Bürgermeister für wenige Menschen zu tun. Du weißt, ich habe bei vielen Gelegenheiten immer wieder auch hier gegenüber gesagt, die positive Entwicklung von Brandenberg, die kann eigentlich nur jemand nachvollziehen, der Brandenberg so die letzten 30, 40 Jahre erlebt hat, von diesem gleichen spießigen Wasserbauerstädtchen zu einem hellen, freundlichen Mittelzentrum, so weiß ich auch immer zu machen, ich denke dann im Obermarkt. Ich muss dazu sagen, Oberuntermarkt, die Planen laufen ja, die kann ich einem Nachfolger oder Nachfolgerin übergeben. Da müssen jetzt Fördermittel generieren, das sind wir schon vorne als Verwaltung und nicht ganz persönlich natürlich. Aber das geht nicht von heute auf morgen. Ich schätze, da brauchen wir 12 bis 15 Millionen Euro, um eine Zahl zu sagen. Das ist einfach erforderlich und das muss man dann mit der Wärme aber natürlich ist es so, wie man richtig Frankenberg an der Eder, wirklich an der Eder zu leben. Und das war ja eines der ersten Schritte, was ich gemacht habe, in dem Wasserpark,
wo man zum ersten Mal von wieder auf dem Bundesplatz eine Gerichtsdienste gebracht hat, dann fällt sich sein Mensch. Das ist ja Wasser. Ja, das ist ja da. Ja, wir kommen und jetzt ist ja wieder auf dem Flug, ist natürlich ein Magnet für viele Besucher. Nicht nur für Bremler, auch für Einheimische, die in der Mittagspause bleiben müssen. Ich fange nicht wieder, aber das tun wir wieder. Das ist anders. Die in der Mittagspause da genießen. Wenn jetzt noch Landratsanfragen hin zu wieder geöffnet ist und die Gewehrweisen grüßen, ja, mit der Brücke dann erreichbar ist, dann ist das einfach schon eine gute Sache. Ne? Also wir haben ja viele Sachen natürlich immer so abgestimmt, dass Step für Step wie ein Endziel vor Aufgaben. Ich kann mich daran erinnern, als es in Wiesbaden war, Geld zu generieren für die Uferstraße inklusive bis zum weißen Gelände von Wiesbaden auf der Straße, weil das gehört dazu von dem Kreisverkehrsplatz dort bis zum Kreisverkehrsplatz an der Bundesstraße. Weil das muss man in einem Konzept sehen. Das habe ich natürlich auch getan und ich weiß noch, als ich in Wiesbaden da mit einem Bleistift aufzumalen habe, wie das dann aussehen könnte, würde ich fragen, wie viel brauchen Sie denn dafür? Das hat eine Planung, habe ich noch gar keine, aber gehen Sie mal von mindestens 10 Millionen aus. Also wenn man jetzt sieht, was wir ausgemacht haben, das ist auch ein bisschen. Ja, auch bei Landratsanfragen und ich betone ja auch immer wieder bei der Bremer, von der Fußgängerzone Richtung Bahnhof schaut, dann ist das ein richtig, ja, fast mediterranes Schwer zum Teil. Ne? Wenn die Autos auch damit mehr und nicht mehr durchfahren würden und die Fußgängerzone da verlängert werden, wäre das eine richtig tolle Geschichte. Geht aber nicht ohne Weiteres. Jetzt sind so Umbauten ja immer. Es gibt die Idee, es gibt die Konzepte, es gibt die Arbeitsweise und Projekte. Die Politik hat hier und hat vieles möglich gemacht. Aber man muss auch sagen, es gab auch Widerstände, gerade aus der Bevölkerung, die dies überwinden. Weil was in deiner Amtszeit eigentlich immer in deiner Amtszeit kennen, wenn man das so sagt, eigentlich immer wichtig. Dass man auch die Leute begegnet, dass man kommuniziert, dass man ja, auch Widerstände überwindet, nicht nur durch Rechtsstaat, sondern durch Erklärungen, durch Perspektiven, die man aufzeigt. Ja, wir haben ja viele Sachen wirklich gemeinsam getan. Wir haben immer vorgestellt, wir haben getan, wir haben gemacht. Natürlich sind Menschen, die wollen es dann nicht verstehen. Aber ich glaube, wenn man einfach mal Uferstraße, Landratsanzie, Bahnhofstraße, Bahnhof natürlich dann auch wieder zunehmen, dann ist es natürlich so, dass nicht alle Demokratie verstanden haben. Das ist in einer Demokratie so. Das finde ich auch gut so. Widerstände muss es auch geben. Das ist auch so für einen selbst natürlich wichtig, dass man sich mit sich selbst beschäftigt, mit dem, was man selbst vorhat, was man machen möchte. Und am Ende des Tages muss man sich selbst in Frage stellen, wenn der Widerstand nicht ist. Es ist natürlich so, dass man dann sagen muss, wenn es funktioniert, ist es richtig, was du jetzt wirklich vorhast. Also da bin ich auch sehr selbstkritisch. Aber ich sage mal, wenn wir gerade so als von so einem Landesgartenschau gebüht haben, jetzt für die, die nach Frankenberg bekommen wollten, es war ja ein Teil der Stadtentwicklung, die wir heute auch ausreden, gerade was die großen Brücken angeht, die wir jetzt bauen, von der kleinen zur großen steht, Wildparkbrücke, die Stadt drauf, die andere Brücke zum Edernhof, die wird jetzt in Kürze eingehoben. Und das sind so Themen, wo man die Bevölkerung dann natürlich mitnehmen kann. Natürlich hast du das auch gut. Ja, aber wenn man dann sieht, dass wir viele Maßnahmen mit 85% Fördermittel zu oder verschiedene Förderkomponenten zusammen machen und dann der Bevölkerung erklären, was haben wir vor, gewissen Veränderungen, das sind schwierig für viele Menschen. Also wenn man plötzlich die Uferstraße so baut, wie sie heute ist, ist die Gegenwart, als ein Gespräch erinnert, die wird viel zu schmal. Ja, das spricht nur mehr, wenn man die Vorweise breit genug ist natürlich, aber wir wollten auch die Geschwindigkeit. Bei den Autobahnen, die ich nicht verstanden habe. Also, ich weiß, dass es so geht. Zusätzlich im Raum für Fußgänger und Radfahrer. Nein, ich muss da widersprechen, wenn ich. Ja, nein, es wirkt einfach offener, wenn man aber alles sieht.
vom Ebel bis zum Gehweg zur Innenstadt. Wissen wir, früher haben wir als Gehweg von der Innenstadt kommt. Es hat einen Parkstreifen, hat einen Fahrstreifen, einen Parkstreifen, das kam zur Barriere. Und dann kam natürlich erstmal die alte Bundesstraße, der Landtag Fernmann. Das haben wir natürlich auch nicht so gelegt, sodass wir heute insgesamt ein schmaleres Bild haben. Ich war gar nicht so. Aber insgesamt war wir dann jeder Menge von Siegeln. Und dann ist die Klimaschutzverhältnisse ausgefahren. Also auch die Schwerte, also deutlich weiter und bevor es und zerfüllen ist, hätte ich so Trennung zwischen der Straße und dem Radweg. Und bei den Radwegen auch das Begründe, dass man ja, die Radwege, die Stärkung und dann bevor es herumzieht, die Stadt herumnehmen. Und das sind wir auch froh, und wer heute mit dem Fahrrad unterwegs ist, mit den alten Fahrrädern ohne Kraftunterstützung, ohne Elektromobilität. Aber hier steht einfach ein Bio-Verein. Ich finde das einfach gut, weil wir vieles noch tun. Und als Wohnmobilist, was ich mir vor 2,5 Jahren zugelegt habe, als Wohnmobil, habe ich mittlerweile auch ein E-Bike, weil ich ganz andere Entfernungen fahren kann, die Berge einfach auf uns fahren kann. Das ist natürlich wesentlich angenehmer, obwohl ich mich immer noch körperlich fühle. Aber da mache ich es mir auch heraus. Und es war gut, dass du auch gesagt hast, wir waren ja zusammen bei der Veranstaltung, Man muss sich direkt vor, wenn man so gut war, wenn man
Absolutsbild bei meiner Mutter. Wir haben natürlich auch Fußgänger zur Mutter Anstraße, wo man heute das Geschlecht da hinkommt. Das ist ein bisschen sehr stark. Ja, da muss man halt ein bisschen in die Ecken gehen, dann bekommt man das auch. Aber ich glaube, wir haben schon vieles zu tun, auch im gastronomischen Bereich. Und das finde ich. Ich weiß ja auch, die Gäste, die halt. Jeder Sitzung oder Sitzung, deswegen kommen wir nach Frankenberg, nicht in diese Stadt auch anzuschauen, dass sich das mittlerweile herumgesprochen hat. Und wenn Sie ein Marburger sagen, so kennen wir Frankenberg nicht. Ja, und ich sage, da kann ich den Fußgänger. Und dann sage ich, warum? Dann haben wir vieles getan, dann haben wir aufgemacht, die Fußgängerzone. Das ist sehr schön, die Plaketten der 12 Stadtteile dort eingelegt worden, die ganzen Stadtteile mit eingebunden sind. Das war mir auch immer wichtig, dass wir nicht wirklich erschwerlich werden. Und zwar alles unsere positive Entwicklung in den letzten 30 Jahren der gesamten Stadt. Natürlich hat jetzt das alte Bahnhaus noch abgerissen wird demnächst und der Neubau der THS kommt, hat natürlich auch die THS ein bisschen bewirkt mit jungen Leuten in der Stadt und es werden noch mehr junge Leute kommen. Also hat man gedacht, was ich auch mal machen will, das geht als Marco auch mit dem Test und Schule angeschlossen. Hauptsache, kann man das jetzt nicht mehr, weil das ist natürlich nicht so, was wir einfach brauchen. Und du weißt das ja auch, dass diese Planung mit Standort für die THS sehr wichtig ist. Weiß, diese Grenzen waren ja einerseits in der Marburger Straße, dann war man bei der Sparkasse. Es ging ja hin und her und klar, so von Anfang an gesagt, der Standort Sparkhaus ist dann in der Stadt. Und das hat mich halt in dieser klaren Arbeit, in der öffentlichen Arbeit gekostet, bis es am Ende dort jetzt endgültig feststeht, dass es auch hier war. Und wir werden in 2024 erleben, dass wir das Sparkhaus anlöst. Das ist schon mal so. Und wir werden die Vorfälle wie die Marktfläche auf der Wehrwein erweitern, dass wir nicht die Marktfläche auch entsprechend operativ auch aussuchen können. Also der Punkt, wenn wir haben, dann, wenn ich dann in 2-3 Minuten in der Innenstadt, dann kann ich das sehen noch zumal bis jetzt jedenfalls, und ich habe nichts gegen die Wahlkämpfe aus der Wehrwahl, die auch kostenlos ist, kostenlos. Ja. Und das Parkhaus war von Anfang an nicht ganz groß umstritten, das zur Quadro. Und architektonisch passt das ungefähr in das Ensemble der Stadt Frankenberg so. Naja, das war schon 90er, 70er. Das ist gerade ein Geist gewesen. Ja, gut, aber es gab auch schon natürlich die Architekten, die immer auf die anderen Straßen gegangen sind. Und gut, da kriegen wir das einigermaßen ohne Chance. Ja, das sind natürlich im Vorhinein sehr froh, dass die Straßen heute von anders sind. Sehr viel Großzügiger für Fahrradfahrer und Fußgänger ausgelegt, liegt natürlich auch daran, die Regierung sind fertig, LKW-Verkehr, der Höhenverkehr. Jeder, der mal in Frankenberg gewohnt hat, der wusste, dass so bestimmte Marmeladenfirma am schönen Baumzehr durch die 2250 geschraubt ist. Und die meisten Leute gewohnt haben, weil sie irgendein Tank ist. Das hat natürlich viel zu werden. Das ist nur noch der Lieferverkehr. Die Landkreuzerbahnregierung über die Regierung, die großen Sicherheit wollen. Das alles bringt natürlich Lebensqualität in die Stadt. Lebensqualität in der Verträge liegt auch die neue in der Berglandhalle heute für die Soldaten und für die Bevölkerung sicherlich Lebensqualität für den Bürgermeister. Doch den ein oder anderen trifft man schon vorhanden. Das ist so eine Realität. Damit muss man immer rechnen. Ich muss dazu sagen, mein Kollege Hartmut Schroger hat mit seiner Stadthalle auch einen Akteneinsichtsausschuss. Offensichtlich scheint das ein Spiel zu sein mittlerweile. Ich finde es traurig. Wir haben so viele Fragen schon beantwortet dazu. Aber jetzt soll man sich die Akten anschauen. Wir meinen, wir haben alles richtig gemacht. Das Bauamt hat alles richtig gemacht. Wir haben ein tolles Soldatenforum, wir haben einen tollen Flair, das sollten uns mal freuen dürfen. Das ist uns auch kein Recht dafür gehindert. Auch das Umfeld, die Außenfläche muss ja noch mal werden, für uns aufpassen zu können.
Ist das so ein bisschen auch Amerikanisierung des Wahlkampfes, dass man die Schweizer mit Recht von der Silber, was da rauskommt? Ich kann das nicht sagen, ich finde nur die Situation, dass es bedauerlich ist. Du weißt, dass ich werde seit Monaten mit Schutz beworfen, das muss ich dazu sagen. Ich weiß auch, der Stammtisch ist ermittelt. Es gibt bis zu täglichen Angriffen dabei. Dass das nun Amerikanisierung ist, weiß ich nicht, aber auch in Deutschland ist ja dieser Hass gegenüber Politiker sehr größer geworden, scheint ein Bekenntnis zu sein. Man muss vor allem das Kreuz haben, das muss man hinhalten. Ich kann jetzt nicht dazu sagen, ich finde es nur bedauerlich, weil die eigene Familie ja auch darunter leidet. Das ist ein Ding, was mir dann zu schaffen macht, weil sich das nicht gehört. In meiner Familie kann ich dazu, dass ich Bürgermeister bin. Wir haben natürlich gesagt, wir unterstützen dich dabei, dass es gut geht. Aber dieses Mürbemaß, dieses Zerreiben in den Höhlen, das ist etwas. Das muss man ja mal ganz fair sagen. Bürgermeister ist ja eigentlich, der steht zwar vorne und hält gefühlt den Kopf hin, aber außer Chef vom Ordnungsamt sind seine Befugnisse noch einigermaßen überschaubar. Denn letztendlich, das sind ja nun unsere Demokratie so vor, die kommunale Selbstverwaltung, das heißt, die Stadtverwaltung, die gewählt, dann wird entscheiden, letztendlich, und der Bürgermeister dann als Fahrtführer aus. So ist das. So ist das. Erstmal kann man sagen, das oberste Organ ist die Stadtverordnetenversammlung, die beschließt den Haushalt. Und aufgrund der Haushaltsberechtigung kann der Bürgermeister mit dem Ministerrat in der Verwaltung natürlich dann auch die Gesetze machen und dann weiß die Stadtverordnetenversammlung auch alles, was passiert. Aber ich sehe das halt, ja, der Haushalt ist für diese Leute, da gibt es von Leuten, die lehnen den ab, nein, die lehnen den ab. Und die meinen halt damit dann auch Politik machen zu können. Ich bin der Meinung, man sollte es nicht großartig machen. Man sollte sagen, wir wollen das und das da. Du weißt die Situation im Wasserpark, das habe ich dafür schön. Selbst diejenigen, die dafür vor uns seit 5 Jahren geschickt haben, sagen, Mensch, der ist ja so toll geworden. Der erste in das Bild hinein, und damit kann ich damit leben. Das ist am Ende des Tages. Da muss man damit zufrieden sein, wenn die, die es kritisiert haben, heute damit zufrieden sind, sich auch anwenden. Dann kann ich doch nur sagen, alles gut. Aber du sagst, dieses Menschen, und das war auf eure Freude und die Rücken dieser Hass, die das Menschen das macht den Job natürlich nicht einfacher, und vor allem, das macht es auch schwieriger, Menschen zu finden, die sagen, und jetzt als Anfang 20 an den Einwohner, wir haben dann kleinere Städte, da ist das Allee etwas geringer, wie ein Anbieter, sehr, sehr gut. Dafür stelle ich mich eigentlich nicht vorne, um 6 Jahre lang eventuell auch die Familie, und Regierungspräsident Mark Weinmeister, da haben gesagt, sei nach Wien, was die Bürgermeister hätte an. Also zunächst mal, ob es schmerzenswert sein muss, wir haben uns auch schon heute die Brüssel getroffen, weißt du, wir sind auch europäisch unterwegs. Aber es geht nicht um das Geld, sondern es geht auch um uns Freude an sozusagen. Und das habe ich ja dann auch verließen, dass ich gesagt habe, ich will wieder eine Vision hatte. In der ersten Amtszeit, weil ich vorhin sagte, es wollte ich darüber sprechen, ich möchte darüber ansprechen, ja, in meiner ersten Amtszeit von 1998 bis 2004 ist es wirklich vorgestellt.
weil wir bekamen dort abwassermäßig viele, viele Zuschüsse. Und dann hatten wir dort alles fertig. Ich weiß, andere Städte haben das nicht gemacht. Da hatten wir diese Weizen, die haben das gemacht. Und dann, als ich wiederkommen durfte, natürlich die Geschehnisse. Ich wollte deswegen mal drüber sprechen, weil das zum Teil ja wirklich auch für die Bevölkerung und die Schlammschlacht unerträglich war. Ja, aber am Ende wissen wir, das war. Ja, klar. aber deswegen wollte ich sagen, okay, das ist Geschichte und die zweite. Sind ja wie Zirkusbeule. Ne? Wenn der Musik spielt, haben wir dann zugeschlagen. so ganz kann man mich ja dann wirklich aushalten, aber sicherlich nicht mehr in der Öffentlichkeit rumstehen. Aber man wird immer noch zu dem einen oder anderen Denkmal befragt oder Meinung haben. Das ist zum Ukraine-Krieg so, da ist nicht nur der Bürgermeister gebracht, da ist auch der Militär, der da war. Und bei mancher politischen Entscheidung wird sicherlich überlegt werden, was hätte denn der Ex-Bürgermeister da gemacht, was da ist. Ja? Aber du bist ja nicht ganz aus der Öffentlichkeit verschwunden, du hast ja noch ein Hobby. Internationale Ministerpräsident der Europäer, die hier natürlich, das war ein Riesending in Fackenberg, und auch hier kann ich mich immer nur wiederholen, ich habe Fackenberg noch nie so locker, so entspannt und fröhlich gesehen, wie die Tage der Europäer hier in Fackenberg 2019. Und das ist einfach. Wir wollen jetzt alle machen. Wenn man sonst in die Fußgängerzone geht, dann trifft man Frankenberger, die haben 15 von Unterlippe, warum auch immer. Und die Tage, je nachdem, wie grüßt man, wie steht man, wie freundlich. Das war einfach ein ganz tolles Bild. Da gab es ja auch die kleinen Europäer. Da wird es mit einem Präsidenten Rüdiger Hess dann doch vielleicht nochmal die eine oder andere Veranstaltung. Muss ja nicht ein großer Europäer sein, aber die eine oder andere Veranstaltung in dieser Richtung geht. Natürlich muss ich dazu sagen, sofort ja, weil das ist dann eben, was wir brauchen, die Olympiade, die größte Friedensbewegung Europas. Menschen sprechen miteinander, egal ob sie aus Sizilien sind, von Sardinien, wo ich letzte Woche wieder zurückgekommen bin, oder aus dem Waldenburg, oder aus dem Kinderland, Portugal, bis nach Polen hinein. All das sind ja die Menschen, die wir erzählen. Das macht ja unser Europa aus, das Europa der Regionen. Deshalb ist das für mich die größte Friedensbewegung, die wir überhaupt haben in Europa. Heute wichtiger denn je mit allen nationalen Präsenzen, die wir haben. Denn wir haben keine Probleme zu bleiben. Wir sprechen miteinander, auch wenn wir nicht die gleiche Sprache haben. Aber die Musik ist die gleiche. Musik und alles verbindet die Menschen gleich. Man kommt zusammen und diese Fröhlichkeit. Ja, wenn plötzlich ein Spanier hier kommt, und dann auf den Olaf Disseck zugeht und sagt, Mensch, nimm mich doch mal auf, ich bin hier, ich bin toll, man sieht, wie spannend sie in dem Teilnehmer ist und Freude, die da ist, das ist anstrengend. Ich glaube, wir müssen Christen miteinander brauchen. Das hat man dann natürlich bei der Frankreich gemerkt. Nachdem die Antwort aber auf die Bühne war, mit einem Doppelseiter mit der Ehe, und dann kann man über die Kurve gehen, kann man denken. Woher kennt man die? Ne? Ich sage, das ist so, die Leute zugehen und die Leute kommen zu einem. Erstaunlicherweise waren wir dann auch die ausländischen Gruppen, wie sagen, wie die Schwarzen und so weiter, die auf mich zugegangen sind. Bei den deutschen Gruppen ist oben besser. Ich finde das auch so toll, dass ich einen Großteil gehabt habe, kann ich dazu sagen. Plötzlich werde ich von hinten
unerträglich dort angesprochen, ist wie ein großer Verkehr. Man kennt sich, man macht miteinander. Und diese Person war eine Frau, die habe ich vor 20 Jahren das letzte Mal gesehen. Ja. Und da war sie mal in der Großstadt. Und dann haben wir uns unterhalten, Und da sieht man, also mit welcher Freude die Existenz an dieser Emission von der Führung oder Beziehung mit Bürgern in die Welt. Das wird sicherlich ein Bestreben sein, was ich die nächsten Jahre auch spielen werde. Das nächste natürlich, dass sie wiedergewählt werden, muss ich dazu sagen. Schau mal, das ist meine Stimme. Hast du tatsächlich Die Stadt Frankfurt hat eine der höchsten Auszeichnungen des Europäischen Rates. Das ist nicht der Europäische Da bist du nicht sogar drum beteiligt. Ja, der Europa liegt. Der macht doch etwas für Europa. Das sind unsere Städtepartnerschaften. Ich muss dazu sagen, am Ende dieses Monats haben wir die Kirchen. 50 Jahre haben wir diese Partnerschaft, die kommen wir her. Aber ich würde sie noch nicht alles verstehen, weil ich dann schon wieder auf dem Weg von Güter und Polen bin, weil ich vom 1. bis zum 3. Oktober nach Güter fahre und dort wird ein Kreisverkehrsplatz eingerichtet. Habt ihr jetzt versucht, mit den Brücken von den Spitznamen wegzukommen? Vielleicht kommt es einfach. Dann schauen wir einfach mal. Nein, die haben auch einen Kreisverkehrsplatz, den wollen wir am 2.10. einweisen, die Bürgermeister eingeladen. Dazu muss man natürlich auch viel aus seiner Familie die Familie muss es nicht zulassen. Ja, also der meint, der Bürgermeister ist 9 to 5. Das ist wohl so, da haben wir was gemeint. 7 Tage die Woche. Das ist ja nicht nur. Also wenn ich sage, von gestern war der Sonntag. Das weiß man vielleicht nicht, aber ich war gestern auch ein paar Stunden unterwegs. Wir mussten dann Schlägereien haben und alle diese Dinge. Ich meine, das muss man nicht in der Stadt nicht haben. Da muss man einerseits mal sagen, jetzt müssen wir einen Schlussstrich ziehen. Und wir müssen dann natürlich auch wieder, wenn es etwas eingespielt hat, die Möglichkeit geben, wieder mehr Freiraum zu geben. Das haben wir ja gemacht, sodass das heute meines Wissens nach weniger geht. Auf der anderen Seite ist natürlich der Vandalismus doch immer mal wieder ein Problem. Es gibt auch die Häuschen auf Bahnhof, die Bahnhofshäuschen, aber auch die Beiträge sind dann ab und zu mal eingeschmissen. Wir arbeiten damit zusammen, aber nur einen Begriff zu haben, hilft uns nicht. Das machen wir ja auch als erstes nicht das Thema. Die Frage ist irgendwann, bei einem Datenschutzgründen kann man wirklich am Bahnhof eine Überwachung machen. Das ist nach heutigen Bedingungen nicht möglich.
weil es einfach ein Schwerpunkt ist und da muss man halt immer wieder verkünden, dass es da mehr Möglichkeiten ist. Aber ich hoffe, dass ich noch in meiner Amtszeit das Bahnhofsgebäude angehe. Wir sind sozusagen intensiv geplant. Ich möchte auch im ersten Quartal den Sparbeschluss machen, damit wir den Bahnhof anfangen. Das hat man auch ein paar. Wie soll ich jetzt sagen, mehrere Runden gegeben, ich wollte ja ein Ärztehaus daraus machen, jetzt habe ich dann die Partner dazu gefunden, die dort mitmachen wollten. Und jetzt haben wir uns entschieden, dass das Kulturhaus entsprechend aufzubauen, damit auch die Musikschule endlich mal ein eigenes Haus hat und nicht hier eine Stelle ist, dort eine Stelle ist. Und da sind wir im Moment in der Vorplanung, dass wir möglichst zeitnah auch auf. Ja, der Typ mit so Gemeinde, wo sie gibt, und schön anzusehen, ist aber auch nicht mehr so. Und auch da müssen wir in die Toilette gehen. Ja. Ja, das ist ja ganz wichtig, was wir tun. Ja, und viele Toiletten müssen grüßt und eben die Zimmer hier am Wasserpark, ja, der Hochleitplatz, so ähnlich hier weg. Jetzt muss man dringende Füße haben, auch im Oberpark zu kurz veröffentlichen, oder man liest irgendwelche Büsche. Das wollen wir nicht. Diese Toiletten, die angesprochen wurde, weil es einfach nicht mehr Ja, es ist einfach ganz wichtig, man muss aber auch als Bürgermeister sagen, es geht nicht mehr. Ja. Denn wenn ich als Bürgermeister hergehen muss, der Bevölkerung von Hillersdorf, das Dorf Gemeinschaftshaus, für ein gutes halbes Jahr wegzunehmen, die Menschen wiederzubringen. Es ist wichtig, die Menschen wiederzubringen. Aber dann muss man auch die Sachen, die Leute müssen schließen,
Wohnraum zur Verfügung stellen, der auch den Menschen helfen, die aufgrund welcher Situation auch immer flüchten, nur man darf eine Kommune nicht überfordern. Das passiert heute, und das habe ich damals sehr deutlich zu verstehen gegeben. So funktioniert es nicht. Mit dem Druck, den ich gefragt habe, müssen wir das doch auftreten, als doch gemeinschaftsweise Freund ist es wieder am Leben. Und wir haben uns eher bemüht, Flüchtlinge aufzunehmen. Das war immer ein falscher Ansatz, was Vereine, ich will keine Flüchtlinge verhindern, aber wir müssen die gezielte Zuwanderung haben. Fachkräfte meiner hast du auch nicht mehr. Das sind auch die Pläne, die wir für die nächsten Jahrzehnte benötigen. Ja, das ist ein guter Bestand, wir haben zwei Sorgen. Flüchtlinge, Sorgen, dass wir in der Platte aufnehmen. Und wir haben politisch verfolgt, die steht nur ein Moment unter dem Schutz des Grundgesetzes. Ich habe das gesagt, es war die interoppositionelle Politik aus Russland und so weiter. Und es wurde einfach selbstlich an diesen aller Flüchtlinge aus. Also aus der Türkei, Sozialisten, die politisch verfolgt sind. Und wir haben eben die Asylwahl. Er ist so selber auf dem Herzen, so wie er den Kopf geschafft hat. Und die andere Geschichte ist natürlich, ich bin nicht gut, dass ich nicht mehr in eurem Platz Max ist immer uns, das muss er behalten. Und das hat man auch mit noch was mit 25 Leuten zu tun, wie dieser Unterkriegs. Und der Landkreis gibt es einfach weiter an die Kommunen, die zu tun, dieser Unterkriegs. Das ist, das hat man nie ernsthaft verfolgt. Das ist etwas, wo ich dann sagen muss, das war ja schon gegen abgesagt, wir lassen die Verfolgung. Was du das gebaut? Wir haben den Krankenberg, das ist ein Erdbeer aufgebaut, da wurde 80 Flüchtlinge. Ja, das hat schon mal haben wir getan, haben wir das mal getan. Aber man muss irgendwann auch anerkennen, wenn ich nicht in der Lage bin, das Landkreis, meine Flüchtlingskapazitäten unterzubringen, weil ich selbst als Häuser habe, dann bin ich schon bei den Flüchtlingskapazitäten. Weil normalerweise muss man dann für die Musik bestellt und bezahlt und wenn dann der Bundesverbund nicht und die neue Aufmerksamkeit, dann müssen wir auch bezahlen. Das sind sie ja auch nur der Filter. Das ist was schon, da kriegt man Mut, man kommt, der ist zu groß, das ist schon der Fall. Ne? Aber Ja, das ist einfach ganz wichtig und wie ja schon vielen Kollegen schon gesagt haben, wenn ich die Macht der Sie sieben heute, wir haben bestimmt die 5000 Flüchtlinge. Ja, bitte nicht suchen, welchen Verhandlung kann ich anbieten, das zu machen, sondern eine Idee entwickeln, in dieser Idee nach Werbung zu suchen, und zu sagen, dafür bin ich jetzt so anbieten, dann dauert was oder dauert was, dann kann ich von hier vorne Landplatz am Parkplatz, wo ihr jetzt die Lämpfe geöffnet wird, dabei, wo wir dann einfach sehen können, das ist ein Plan, ich kann das sagen, ich habe ein Problem.
dafür möchte ich Geld finden. Und ich sage dir wirklich ganz ehrlich, ich sitze so operativ und kenne mich natürlich auch in meiner Verbissenheit dabei, dass ich sage, ich muss dir helfen, weil das ja auch Geld meistens braucht. Das ist so wie viele Bürgermeister, also das ist ein Bürgermeister. Das ist ein Bürgermeister, sondern ein Bürgermeister. Das ist ein Bürgermeister, das ist ein Bürgermeister, die dort tolle Arbeit leisten, wenn man immer meint, man stellt das ab, ordnet und an, unterstützt man, sagt, das muss jetzt sehen, weil jeder kann es. Wenn die Steuerkontrolle natürlich die Anspruch ist, das Parlament beschließt, im Haushalt ist das eigentlich schon mal der Staatsversammlung gemacht, die Umsetzung, die passiert aber einfach nicht. Deshalb ist es mir wichtig, diese Verletzung in diese Fachbündung rein, um dort hinzugehen und zu sagen, ich habe Hilfe mal, und da habe ich mir halt ein gutes Netzwerk aufgebaut. Das ist wichtig, dass wir uns auf Flur ansprechen und der Kanzler erklärt, von mir gibt es nichts, aber wie geht es halt einfach im Kopf, da können wir mal gucken. Das ist ganz wichtig, wenn wir telefonieren oder ich nenne einfach mal Hessen. Ja, weil das ist ein ganz wichtiger Partner, den ich jetzt gerne machen will. Und ich kann dazu sagen, Hessen Mobil bringt mittlerweile vier Studentinnen und Studenten nach Frankfurt, weil sie alle Förderpunkte in einer Gleichstand abbilden kann. Und zeitdem, was hat Frankfurt getan? Ja, und das ist doch das Wichtigste, dass man da die Möglichkeit hat, hier was zu spielen. In vielen Förderbereichen, die wir dort ausgebaut haben, oder Sachen ausgebaut haben, haben wir teilweise drei, angefangen. Deshalb können wir stolz sein, dass wir Fördermittel von 85% und mehr da eingeholt haben. Das bedeutet, das will ich mit Aufwand stolz sagen, wir haben das Anlagevermögen von 61 Millionen auf über 120 Millionen und die Schulden abgebaut von 2012 bis 2021. Das ist etwas, wo wir sagen können, Mensch, hier haben wir alles ganz richtig gemacht, wir wollen diese Fördermittel schaffen. So ist das Klimawandel ist ein Thema, das erleben wir täglich stark wegen der Ereignisse. Das ist ein Thema, das uns natürlich massiv bewegt und natürlich auch, dass wir dort diese Wärme entdecken. Auch das sind Themen, die wir auch gerade schon im Gespräch gehabt haben, die Vorsitzenden unseres kaufmännischen Vereines. Wir müssen auch darüber nachdenken, in der Fußgängerzone Wärme zu schaffen. Und wenn man die Häuser anschließt, die Obermarkt, das Thema ist ein guter Markt, sodass man dort entsprechend dann von fossilen Energiequellen möglichst weit wegkommt. Das wird ein Thema sein, was uns bewegen wird, unabhängig von der Ausland zu werden. Aber nicht intelligenten Konzept. Nicht einfach, dass man sagt, wir wollen es nicht gehen, wie wir es jetzt wieder mit Solar und mit Speichern haben. Ich habe mir das angeschaut und verstehe es nicht, was ich dazu sagen. Da braucht man mittlerweile Menschen an der Seite, die einem sagen, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll. Und ich bin immer ein Mensch, der sagt, dass sie selbstständig erfahren können, was los ist. Das habe ich bei meinem Privathaus auch gemacht. Ja, ich habe mittlerweile eine Lust wie funktioniert das? Ja, das ist einfach das, was wir machen müssen und wo wir tun müssen. Wir brauchen da so Schatten, wir würden ja ganz ehrlich, wenn sie jetzt noch nicht ganz so ausgesehen hat, aber ich kann teilweise jetzt diese Woche auch wieder so auf die 30 Grad zu. Da ist ja das Problemchen in der Fußgängerzone, wo man Schatten setzt oder Ich habe hier auch noch eine Frage.
Und das ist ja das Wichtigste, dass man das dort in Steinhofen hat, extra bewusst schon große Bäume genommen, damit wir diese Schatten weil Und ich freue mich einfach auf, dass es weitergeht.
ein Präsent zu sein, das liegt mir natürlich wieder am Herzen. Und mit meinem ganzen inneren Einsatz kann ich mich natürlich wieder mal zu bewegen. Und ich kann dazu sagen, weil du das sagtest, als ich gesagt habe, höre auf, haben gleich die ersten Anzeichen nicht gesagt, dass sie müssen, aber ich habe gesagt, bitte alles abgeben nach der ersten Entscheidung. Aber das ist das. Ich sage es nicht, wir sind in Verbindung.